ihr Lieben. Ich danke euch, dass ihr unserer Einladung zu dieser Sondermahnwache gefolgt seid. Wir stehen hier heute in Braunschweig und zusammen mit uns stehen Menschen in 17 weiteren Städten in Deutschland, in 3 Städten in der Schweiz und in 2 weiteren Städten in Österreich, um ein Zeichen zu setzen gegen ein ethisch längst nicht länger vertretbares, tierverachtendes System. Wir wollen heute den unzähligen Tieren, die in unseren Schlachthäusern, Pelzfarmen und Versuchslaboren missbraucht, misshandelt und getötet werden, gedenken. Wir wollen heute unser Mitgefühl allen unschuldigen Kälbern gegenüber ausdrücken, die oft tagelang kläglich und verzweifelt nach ihren Müttern rufen, denen sie kurz nach der Geburt entrissen werden. Welch panische Angst muss in einem so kleinen Fluchttier walten, welches vermeintlich von seiner Mutter schutzlos in der Wildnis zurückgelassen wurde. Und das nur, weil wir Menschen, so unnatürlich und ungesund es auch sein mag, Anspruch auf die Milch artfremder Säuglinge erheben. Wir gedenken heute insbesondere den 2 Millionen Bullenkälbern, die jedes Jahr als Abfallprodukt der Milchwirtschaft meist in dunklen Ställen gemästet werden und noch im Kindesalter in deutschen Schlachthöfen ihr Recht auf Leben aberkannt bekommen. Wir gedenken heute auch den geschätzten 180.000 Kälbern, die das Licht dieser Erde niemals zu sehen bekommen, weil sie ungeboren während der Schlachtung ihrer Mütter in deren Leibern ersticken, bevor sie anschließend ohne jeglichen Eigenwert zwischen den Schlachtabfällen entsorgt werden. Wir gedenken heute allen Milchkühen dieser Erde, die oft ihr Leben lang in Anbindehaltung verkümmert und als Gebärmaschinen missbraucht, ohne dann für ihre Dienste nach nur wenigen Jahren den Weg zum Schlachthof antreten müssen, weil sie bei nachlassender Milchleistung in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem unrentabel und somit wertlos geworden sind. Wir gedenken heute auch all den kleinen, flauschig-gelben Küken, die als Abfallprodukt der Eierindustrie milliardenfach vergast oder lebendig geschreddert werden, weil sie aufgrund des falschen Geschlechts keine Eier legen werden und ihnen somit das Recht auf Leben von vornherein nicht zugestanden wird. Wir gedenken heute auch den Legehennen, denen kurz nach dem Schlupf ohne Betäubung die Schnäbel gekürzt werden, um dann bereits nach 1,5 Jahren tierquälerischer Ausbeute in viel zu engen Ställen geschlachtet zu werden, weil auch sie ab da wirtschaftlich nicht mehr rentabel genug sind. Und das, obwohl sie noch viele weitere Jahre Eier legen würden. Diese Entwertung erfahren in Deutschland jährlich 32 Millionen Legehennen. Wir gedenken heute all den Gänsen und Enten, die als Wasservögel wieder der Natur ihr Leben lang auf Gitterrosten eng an eng gemästet werden und zum Zeitpunkt ihrer Hinrichtung ihr natürliches Element niemals gesehen, geschweige denn betreten haben. Dabei wollen wir heute insbesondere Anteilnahme am Schicksal der Stopflebergänse zeigen, die unter unerträglichen Qualen künstlich ernährt werden, damit ihre unnatürlich große, verfettete Leber als sogenannte Delikatesse den Weg an den menschlichen Gaumen finden kann. Sie fristen ihr Leben lang in engen Gitterkäfigen eingepfercht, in denen sie weder aufstehen, noch sich umdrehen oder auch nur die Flügel ausstrecken können. Im Zuge dieser brutalen Zwangsernährung kommt es bei den Tieren zu Atemnot, Halsverletzung, Knochenbrüchen, Leberblutung und Herzversagen. Durch das gewaltvolle Einführen der Stopfinstrumente in den Rachen der Tiere kommt es nicht selten vor, dass die untere Schnabelhälfte gebrochen wird, wodurch diese dauerhaft im 90-Grad-Winkel nach unten gebogen bleibt. Der Großteil der Tiere wird geschlachtet, kurz bevor sie an den Folgen des Stopfens sowieso verenden würden. Viele jedoch sterben bereits vorher eines langsamen und qualvollen Todes. Wir zeigen heute unser Mitgefühl den Millionen von unschuldigen kleinen Ferkeln, denen ohne Betäubung die Hoden herausgeschnitten werden, denen ohne Betäubung die Ringelschwänze kopiert und denen ohne Betäubung die Eckzähne abgekniffen werden, damit sie sich nicht, bedingt durch die Trostlosigkeit ihres zukünftigen Alltags und den Stress, dem sie in viel zu engen Stellen tagtäglich ausgesetzt sind, gegenseitig verstümmeln. Wir zeigen ebenso unser Mitgefühl mit jeder einzelnen Muttersau, welche als Gebärmaschine missbraucht, während der Säugezeit ihrer Ferkel oft über Wochen in engen Kastenständen ausharren muss, in denen es ihr nicht mal möglich ist, sich um ihre eigene Achse zu drehen.
Wir gedenken heute auch allen Puten, deren Muskelmasse aufgrund der Überzüchtung zur Turbomast schneller zunimmt, als das Skelett nachwachsen kann. Jenen bedauernswerten Wesen, die ihr kurzes Leben unter körperlichen Qualen erdulden müssen und die zum Zeitpunkt ihrer Schlachtreife nicht einmal mehr stehen, geschweige denn laufen können, weil sie ihr Gewicht zu tragen nicht mehr in der Lage sind. Wir gedenken heute auch den unzähligen Schafen, die nur dafür da sind, Lämmer zu gebären, von denen sie noch vor der naturgegebenen Entwöhnung brutal getrennt werden. Diese werden im Alter von nur wenigen Wochen getötet, weil es hierzulande schick ist, unausgereifte Tierkinder bei Festlichkeiten zu essen. Und auch den Schafen, die für die industrielle Wollproduktion gehalten werden, gehört unser Mitgefühl. Die Brutalität, die sie bei der regelmäßigen Chur durch frustrierte und überforderte Arbeiter ertragen müssen, ist kaum vorstellbar. Sie werden dabei getreten, geschlagen, durch die Gegend geschmissen, verstümmelt und teilweise sogar getötet, wie jüngste Undercover-Aufnahmen aus Australien zeigen. All diesen sogenannten Nutztieren ist gemein, dass sie in der industriellen Massentierhaltung unserer Zeit lediglich für den Verzehr tierischer Produkte durch den Menschen ein Leben unter nicht artgerechten Bedingungen führen müssen. Die meisten von ihnen sehen niemals das Tageslicht. Die meisten von ihnen können ihre arteigenen Verhaltensmuster nicht ausleben. Die meisten von ihnen können sich niemals ausreichend bewegen. Die meisten von ihnen atmen ihr Leben lang die aggressiven Dämpfe ihrer Fäkalien ein, in denen zu leben sie gezwungen werden. Die meisten von ihnen leiden unter lebenslangem Stress. Die meisten von ihnen sind verhaltensgestört. Viele von ihnen werden durch den Menschen körperlich verstümmelt. Viele von ihnen werden zu Lebzeiten misshandelt und gequält. Viele von ihnen sterben aufgrund dieser Torturen bereits vor dem festgelegten Tötungstermin, unbeachtet, in der Dunkelheit ihrer Ställe und unter Abschirmung der Öffentlichkeit. Keines von ihnen erreicht auch nur annähernd sein natürliches Lebensalter. Keines von ihnen darf selbstbestimmt leben. Keines von ihnen führt ein Leben in Würde. Jedes von ihnen ist nur eine Nummer unter vielen in irgendwelchen Akten. Jedes von ihnen wird gegen seinen Willen in den Schlachthäusern unseres Landes getötet. Jedes von ihnen kann dabei den Tod seiner Artgenossen riechen. Jedes von ihnen hat Todesangst auf dem Weg in die Tötungskammer. Jedes von ihnen ist der Sache schutzlos ausgeliefert. Jedes von ihnen wird vom Menschen verraten. Viele von ihnen werden durch menschliche Fehler nicht richtig betäubt. Viele von ihnen werden als wieder auftauchende, zappelnde Matrosen verhöhnt, wenn sie lebendig ins kochend heiße Brühlbad getaucht werden. Viele von ihnen leben noch, wenn sie aufgeschnitten werden. Viele von ihnen erleben ihre Schlachtung bei vollem Bewusstsein. Viele von ihnen müssen bei der Tötung ihres Vorgängers zusehen. Viele von ihnen verfallen in Angststarre und viele von ihnen versuchen auch zu fliehen. Doch keines von ihnen kann ihrem Schicksal entkommen. Keines von ihnen möchte sterben. Und keines von ihnen hat es verdient, zu sterben. Doch es sind nicht nur eigens für den Fleischverzehr vorgesehene Nutztiere, denen dieses Schicksal widerfährt. Manche Schlachttiere führen zu Lebzeiten ein Leben als Haustier, wo sie verehrt und von den Menschen geliebt werden. Wir gedenken daher heute auch Tausenden von Sportpferden, die aufgrund unzureichender körperlicher Höchstleistung oft kerngesund getötet werden, weil der Markt gesättigt ist. Und wir gedenken auch allen Freizeit- und Kutschpferden, die oft ihr Leben lang treu und demütig im Dienste der Menschen standen, welcher sich ihnen dann im Alter aber aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen entledigt, ihnen den Rücken kehrt und sie mit ihrer Todesangst bei ihren Peinigern im Schlachthaus allein zurücklässt. Wir gedenken heute auch allen Füchsen, Marderhunden, Nerzen, Chinchillas, Katzen und Kaninchen, die ihr Leben lang in viel zu kleinen Gitterboxen vor sich hin vegetieren müssen, bis ihnen dann einer entarteten Modeerscheinung wegen ihre wundervollen weichen Felle buchstäblich über die Ohren gezogen werden, oft bei vollem Bewusstsein.
Zurück bleibt ein blutendes, totes Stück Fleisch, welches für den Menschen keine weitere rentable Verwendung mehr besitzt. Jährlich werden weit über 50 Millionen Tiere für die Produktion von Pelzen ermordet. Und wir gedenken heute auch all den unzähligen Mäusen, Ratten, Katzen und Hunden, Kaninchen, Affen und anderen Versuchstieren, die für Kosmetikartikel, Medikamentenforschung und der sogenannten Wissenschaft in Laboren missbraucht und getötet werden, obwohl eine 1-zu-1-Übertragung der Versuchsergebnisse auf den Menschen erwiesenermaßen gar nicht möglich ist. Allein 2013 wurden in Deutschland 765 Millionen Tiere geschlachtet. Das sind Zahlen, die kann der menschliche Verstand überhaupt nicht greifen. Ein Mensch kann sich nicht mal vorstellen, wie viel 1 Million Tiere auf einem Haufen sind. Oder 100.000 oder 10.000. 765 Millionen Tiere in einem Jahr. Und da es nicht möglich ist, für jedes dieser Tiere ein lichtes Gedenken zum Leuchten zu bringen, sollen heute die Kerzen hier als Lichter der Hoffnung stehen. Hoffnung, dass wir irgendwann auch diejenigen erreichen können, deren Herzen und Augen für das Leid der Tiere noch nicht offen sind. Hoffnung, dass sich der nötige Bewusstseinswandel in der Gesellschaft zeitnah vollziehen wird. Hoffnung, dass eines Tages alle Menschen die Konsequenzen aus ihren Empfindungen ziehen werden und Schritt für Schritt auf eine tierleidfreie, vegetarische, bestenfalls sogar vegane Lebensweise umstellen. Hoffnung, dass diese Verbrechen, die tagtäglich hinter den undurchsichtigen Mauern der Betriebe und der Schlachthäuser an unseren Mitgeschöpfen begangen werden, somit irgendwann der Vergangenheit angehören werden. Hoffnung, dass wir eines Tages keinen Anlass mehr haben werden, Veranstaltungen wie diese heutige zu besuchen. Hoffnung, dass dieses traurige und peinliche Kapitel der Menschheit irgendwann fassungslos und kopfschüttelnd von unseren Kindern und Enkeln nur noch durch unsere Erzählungen von früher und aus Geschichtsbüchern nachempfunden werden kann. Hoffnung auf eine bessere Welt. Hoffnung auf Frieden für alle Lebewesen auf diesem wundervollen Planeten. Ich danke euch.